Heute geht es um eine wirklich sehr, sehr spannende 875 Millionen Dollar Wette. Man könnte auch sagen, da geht jemand all in Bitcoin. Was es damit auf sich hat, ob das einfach nur ein verrückter Spinner, ein Millionär mit zu viel Geld oder jemand mit einer Vision ist, das möchte ich in diesem Video besprechen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Trademacher-Kanal. So, wir sprechen gleich über eine sehr, sehr spannende Wette und ich gebe offen zu, es ist Zufall, dass ich selber kürzlich in einem Podcast Bitcoin als die Wette 2021 bezeichnet habe. Die Wette, über die wir hier sprechen, ist allerdings deutlich größer als meine, denn wir sprechen hier über 875 Millionen Dollar. Stand jetzt, wenn ich mir die letzten Aussagen so anhöre, dann könnte die runde Milliarde bald voll sein. Vorab aber ein kleiner Hinweis, denn ich habe viele, viele Fragen bekommen in den letzten Wochen und Monaten zu Bitcoin, zu Kryptowährungen im Allgemeinen. Denn ich gebe es ganz offen zu, auch für mich ist dieses Thema im Laufe des Jahres immer spannender geworden, weil hier zuerst am Anfang des Jahres ganz interessante Kaufgelegenheiten entstanden sind und weil wir jetzt einfach Dynamik haben und weil wir, wie ich gleich auch noch zeigen werde, jetzt einen Chart haben, der aus meiner Sicht so spannend ist wie kein zweiter. Das heißt für mich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht, dass ich all in gehe. Aber dass ich natürlich in diesem Umkreis dann mehr und mehr Fragen bekomme, überrascht mich nicht. Und viele Fragen beantworte ich auch gerne. Wenn es um den Chart geht, wenn wir über Bitcoin sprechen, wenn wir über Ethereum sprechen, wenn wir über die Markttechnik sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie man im Money Management sowas umgeht, gerne. Ich bekomme viele Fragen und ich versuche auch die meisten zu beantworten. Wenn es allerdings um alles darüber hinausgeht, dann lautet meine Standardantwort: Ich nutze gerne Expertenwissen. Ich sage aber auch ganz klar, wo meine Expertise endet. Und wo meine Expertise endet, da fängt die von meinem Kollegen und Freund Alexander Mittermeier gerade erst an. Das ist derjenige, den ich frage, wenn ich zum Beispiel, oder gefragt habe, ich habe es geschafft, yeah, endlich nicht mehr online, sondern ein Offline-Wallet, ein Hardware-Wallet. Aber welches es sein soll, wie man also lagern kann, ob man Kryptowährungen, von denen ich ehrlicherweise noch nicht mal gehört habe, ob man die kaufen soll, ja oder nein, dann sage ich ganz klar, das kann ich nicht beantworten. Da ist Alexander Mittermeier der Richtige. Und zu eurem Glück hat er einen eigenen Kanal. Den blende ich euch hier mal ein. Und jeder, der mit dem Thema Bitcoin bzw. Kryptowährung schon mal zu tun gehabt hat, sich dafür interessiert oder plant, sich dafür zu interessieren, der ist da meines Erachtens sehr gut aufgehoben. Ja, ich hau so eine Empfehlung nicht für lau raus. Das heißt also, ich denke mir wirklich was dabei. Wenn mich heute jemand fragen sollte, wie wäre es denn mit einem Krypto-Hedgefonds? Da würde ich sagen, wahrscheinlich hätte der Potenzial. Frag doch mal den Alexander Mittermeier, ob der das machen will. Also, das traue ich ihm zu. Vor allen Dingen, weil er, und das ist in der Branche ja nicht selbstverständlich, weil er eben kein Schaumschläger ist. Und weil er auch nicht, siehe da, auch nicht all in Bitcoin gegangen ist. Und das gibt es relativ selten. Es gibt ja häufig nur diese binären Typen. Entweder alles auf Bitcoin, alles andere ist Schrott. Ja, oder eben diejenigen, die sagen, Bitcoin, das ist nichts für mich. Die werden in diesem Video einen schweren Stand haben. Schaut euch das Video bitte trotzdem an und schaut beim Alexander Mittermeier mal vorbei. Jemand, der tatsächlich all in gegangen ist, was für eine Überleitung, ist Michael Saylor. Das ist der Gründer und CEO von MicroStrategy. Der Mann ist allerdings schon sehr viel früher wohlhabend geworden. MicroStrategy ist seit 1998 an der Börse. Warum? Weil er ja schon vor 10 Jahren Apple gekauft hat, Amazon gekauft hat und er hat sie gehalten. Ja, seine ersten Facebook-Shares hat er zu unter 20 Dollar gekauft. Also der Mann hat durchaus eine Vision und versteht durchaus, dass man am Aktienmarkt sehr, sehr erfolgreich sein kann. Nur mal, um das in die Größenordnung zu bringen. Also ich blende es hier euch schon mal ein. Das sind die letzten Nachrichten. Schon vor einigen Monaten hat er die Branche absolut aufgemischt, so will ich es mal sagen, mit der Ankündigung, dass er seine gesamte Cash-Reserve nimmt. Warum, werden wir gleich drüber sprechen. Die gesamte Cash-Reserve von MicroStrategy, an dieser Firma ist er wie gesagt auch selber beteiligt, ist nicht nur ein CEO, sonst hätte er das wahrscheinlich auch gar nicht durchbekommen. 500 Millionen waren das, geht er in Bitcoin.
Und jetzt legt er nochmal nach und er legt nochmal auf eine ganz andere Ebene das Ganze, denn jetzt gibt er Anleihen aus, das heißt also, er verschuldet sich, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Ja, wir wissen noch nicht genau, ob er schon alles investiert hat. Es ist ja auch schlau, in einem so kleinen Markt das nicht vorher anzukündigen. Aber es könnte durchaus sein, dass er insgesamt dann für über 1 Milliarde Bitcoin gekauft hat. Das mag bei einem noch deutlich größeren Unternehmen dann ein Anteil nur der Cash-Reserven sein. Bei MicroStrategy ist es schlicht und einfach alles plus Schulden obendrauf. Also die Firma selbst ist knapp über 2 Milliarden aktuell wert. Ist deutlich gestiegen, weil natürlich der Bitcoin-Kurs gestiegen ist. Und die Firma ist ja logisch, ja, wenn du jetzt 1 Milliarde in Bitcoin hast, dass die Firma sich neben dem eigentlichen Geschäft, das ist ein Softwarekonzern, natürlich mit dem Bitcoin-Kurs mitbewegt. Also das Ganze hat in den letzten Monaten schon Wellen geschlagen. Das wird aber jetzt noch mehr werden. Der Jahresumsatz 2019 von MicroStrategy betrug knapp unter 500 Millionen Dollar. Also, man hat sich in etwa in Höhe eines Jahresumsatzes jetzt einmal verschuldet. Das konnte man allerdings fast zum Nulltarif machen. Ich glaube, 0,75% haben sie bezahlt, also nicht ganz Nulltarif. Und dafür Bitcoin gekauft. Also, zuerst mal muss man sagen, er ist nicht der Einzige. Das, was Bitcoin in den letzten 6 Monaten bis hin zu Senatoren, ich glaube in Wyoming, die sich für Bitcoin im Senat einsetzen möchte, also die Anerkennung, Bitcoin ist unter vielen Aspekten bereits anerkannt, noch nicht durchreguliert, aber anerkannt, das heißt also, man zahlt Vermögensteuer auf Bitcoin, gewisse Fonds dürfen bereits Bitcoin halten, PayPal erlaubt den Handel bzw. die Bezahlung mit Bitcoin. Wir haben absolute Börsenlegenden und die sind vom Alter her vermutlich eher als konservativ einzuordnen, wie Stanley Druckenmiller oder Paul Tudor Jones, die ganz offen sagen, ich habe hier meine Meinung in den letzten 12 Monaten gedreht. Die sind nicht all in gegangen, aber beide sind in Bitcoin investiert und wollen weiter aufstocken. Nun muss man allerdings sagen, dass man in der Größenordnung, also wenn wir über Milliarden Hedgefonds sprechen, derzeit ja noch ein bisschen schwer ist, das zu kaufen, ja, weil natürlich Bitcoin, der Markt ist so klein. Also wenn ein paar Milliarden Hedgefonds sagen würden, naja, jetzt wollen wir mal einen anständigen Anteil an Bitcoin, dann würden sie, und das wissen sie natürlich, den Preis ganz kräftig nach oben beeinflussen. Und auch wenn man langfristig davon überzeugt ist, dass Bitcoin weiter steigt, dann möchte man natürlich trotzdem nicht derjenige sein, der mit seinem Kauf nun dafür gesorgt hat, dass Bitcoin mal eben 20-30% macht. Das ist dann so smart auch nicht. In der Regel gibt man dann Bescheid, wenn man das Ganze bereits vollzogen hat, ja? Ist noch nicht ganz so einfach. Viele Fonds dürfen noch nicht kaufen. Das wird mit einer zunehmenden Regulierung, die zugegeben viele Bitcoin-Anhänger gar nicht so gerne sehen, die aber aus meiner Sicht kommen wird, wird es auch für viele Fonds einfacher. Also, warum hat Michael Saylor von MicroStrategy, der am Aktienmarkt so erfolgreich war, dessen Firma gut gelaufen ist, warum hat der von einem Tag auf den anderen gesagt, ich nehme sämtliche Vermögenswerte, die ich habe, laut seiner eigenen Aussage im Übrigen auch private, und kaufe Bitcoin. Diesen Tweet blende ich euch mal ein. Wer übrigens einen Twitter-Account hat, kann ihm folgen. Er spricht da relativ häufig, wenig überraschend, über Bitcoin. Ich übersetze es mal ganz grob, was ihr da seht. Also er sagt, Bitcoin ist keine Währung, es ist kein Bezahldienst. Es ist eine Cyberbank basierend auf einem nicht korrumpierbaren System bzw. Software, welche Milliarden von Menschen eine sichere Möglichkeit bietet bzw. böte, ihre Ersparnisse zu sichern. Und das ist ganz interessant. Er sagt dann in weiteren Interviews auch noch, Bitcoin ist für ihn die Möglichkeit, um gleichzeitig sein Vermögen zu erhalten und dazu auch noch eine kräftige Rendite zu erwirtschaften, insbesondere jetzt in den nächsten Jahren. Wie viele Bitcoin-Anhänger, Bitcoin-Experten, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr die nennt,
Auch meint er, dass wir jetzt natürlich eine extrem schnelle Phase des Vermögensanstieges sehen, also des Preisanstieges über Jahre hinweg. Ja? Das muss nicht alles im Jahr 2021 passieren. Über das nächste Halving hinaus. Dann allerdings sollte sich das auf einem sehr hohen Niveau deckeln und langsam weiter steigen. Ja. So, es ist ganz interessant, wenn ihr schaut auf Bitcoin. Wie viele Unternehmen haben einen eigenen Hashtag? Eins. Und zwar kein Unternehmen, sondern Bitcoin. Bitcoin hat die eigenen Hashtag. Das hat kein Dollar, das ist keine Firma Apple, das hat kein Franken, das hat nichts, nur Bitcoin. Das liegt natürlich daran, dass der Gründer von Twitter, nämlich Jack Dorsey, ebenfalls ein relativ großer Anhänger von Bitcoin ist, von dieser, wie nennen wir es, Asset-Klasse. Unter anderem manifestiert sich das darin, dass er ja nicht nur der Gründer von Twitter ist, sondern auch noch von Square. Und die haben ebenfalls, ich meine, für etwa 100 Millionen in Bitcoin investiert. So, wenn wir uns die Aussagen von Michael Saylor noch etwas näher ansehen und wenn wir darauf zurückgehen, warum ist das Ganze entstanden? Ja, okay, er sagt also, das, was Facebook im besten Fall für die Gesellschaft war, nämlich ein Netzwerk, welches alle verbunden hat. Alle anderen Kritikpunkte lassen wir jetzt mal außen vor. Es geht jetzt rein um die Idee, das White Paper, wie man im Bitcoin-Bereich sagen würde. Die Grundidee ist, ein monetäres Netzwerk zu schaffen, in welchem man sein Vermögen erhalten kann, und zwar unabhängig davon, was Staaten, was Regierungen und Notenbanken machen. Und er ist darauf gekommen durch einen eigenen Prozess, den er durchlaufen hat. Denn er hat sich angesehen, und das ist ja durchaus etwas, was viele, viele Firmen gerade machen. Entweder, was mache ich jetzt hier mit meinem Cash, mit meinem überschüssigen Cash? Das ist die Frage, die sich alle erfolgreichen Unternehmen in den letzten 2-3 Jahren gestellt haben. Apple, was haben die? 150, 200 Milliarden Cash? Also wenn sie wüssten, wie sie das investieren könnten und sie würden morgen für 1 Dollar 2 bekommen, dann würden sie es machen. Warum machen sie es nicht? Weil sie entweder, und das ist die etwas witzlosere Variante mit Einmaleffekt, eigene Aktien dann einfach zurückkaufen. Alle anderen Aktien erscheinen ihnen nämlich zu teuer. Und das ist es. Er hatte also die Möglichkeit, ich kaufe eigene Aktien zurück. Das hat er im Übrigen gemacht in so einer Reverse Dutch Auction, um allen, die gesagt haben, ich will bei diesem Bitkurs-Strategie, da will ich nicht mitmachen. Den hat er die Möglichkeit gegeben, mit einem leichten Aufschlag rauszukommen aus der Aktie. Also das war ein durchaus fairer Vorgang. Die Möglichkeit hatten sie, bevor er Bitcoin gekauft hat. So, und er hat gesagt, ich kann hier keine kleinere Firma übernehmen. Diese Firmen sind schlicht und einfach zu teuer. Jede Übernahme, die ich heute tätigen würde, wäre zu teuer. Also bleibt mir nur noch das witzlose Zurückkaufen eigener Aktien, was ein vorübergehender Effekt ist. Zwangsläufig. Ja, und wenn man diesen eigenen Aktienrückkauf dann auch noch hebelt, und zwar mit Fremdkapital, das machen sehr, sehr viele Firmen, dann ist das natürlich auch ein Effekt, der potenzierend wirkt, aber der auch einmalig ist. Das ist ja kein nachhaltiger Shareholder-Value, der dort geschaffen wird. Das ist für Trader, für Zocker interessant. Sie steigen dort ein, dann läuft die Maßnahme aus und vielleicht haben sie ihre 20, 30, 50, 100% gemacht. Das ist nichts. Keine Maßnahme, die man sich als langfristiger Aktionär wünscht, auch als Apple-Aktionär nicht. Also, was hat er gesagt? Warum sind denn die anderen Unternehmen so teuer? Aufgrund der massiven Inflation. Und das Video habe ich auf dem Ericsson-Kanal gemacht, beziehungsweise ich habe ja schon mehrfach über Inflation gesprochen. Was wir ganz häufig sehen und was man häufig in der Statistik sieht, ist dieser Verbraucherpreisinflation. Also Kühlschränke, elektronische Geräte, Heizöl, Mieten. Ja, da haben wir auch eine Inflation. Die ist allerdings nicht zu vergleichen mit der Asset Price Inflation. Und das, sagt Michael Saylor, ist natürlich genau das, was mich interessiert. Zu Asset Price Inflation, also den Assets, zu den Gütern, die er haben will, gehören nämlich auch andere Firmen. Und die werden nicht Jahr für Jahr 2% teurer, sondern diese Übernahmen kosten momentan jedes Jahr 15, 20, 25% mehr. Immer höhere Multiples, die bezahlt werden. Und das Spiel wollte er nicht mitmachen. Und deswegen hat er gesagt, bei den Gütern, auf die es für mich und eine gewisse Einkommensschicht, ja, das ist nicht im Elitären gedacht, aber es ist doch klar, wenn du dir, keine Ahnung, Strandhäuser, Yachten kaufen willst, da hast du keine
nimm teure Weine, ist egal, nagelt es bitte nicht darauf fest, das ist hier kein Klassenkampf. Dann hast du aber keine Inflation von 2%. Genauso, wenn wir über Aktien sprechen, über Immobilien, keine da hast du eine Asset Price Inflation, die ist real, wenn wir uns das anschauen, locker zweistellig. So schnell, dass es, guckt euch Immobilien in A-Lagen ein. Ja, die haben sich in den letzten 10 Jahren deutlich mehr als verdoppelt. Guckt euch die guten Unternehmen an der Börse an, in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Da ist also bereits eine grassierende Inflation. Und er hat gesagt, aus meiner Sicht ist Bitcoin, und wenn wir uns die Statistik bisher anschauen, dann hat er recht, das einzige Gut, die einzige Assetklasse, die damit halten kann. Nichts anderes. Nur Bitcoin hat bisher, wenn auch sehr volatil, diese Inflation ausgeglichen. Und er sagt im Übrigen auch, und ich hab ehrlicherweise, also ich bin nur der Überbringer dieser Botschaft. Ich besitze Gold und Bitcoin. Ja, ich kriege dafür trotzdem 30 Daumen nach unten. Das weiß ich, ist aber völlig in Ordnung, denn ich gebe ja wieder, was Michael Saylor hier sagt. Er sagt, Bitcoin wird auch Gold demonetarisieren. Bitcoin ist aus seiner Sicht deutlich besser als Gold, weil Bitcoin den Vermögensverlust durch Inflation, und da hat er bisher recht, deutlich besser ausgleicht. Volatil ja, Performance aber viel, viel besser. Und weil Bitcoin keine Lagerkosten hat, Bitcoin hat keine Transportkosten, für Bitcoin braucht es keine Arbeitsbedingungen in Afrika, Asien, Südamerika, sonst irgendwo zu beachten. Es gibt für Bitcoin keine Kinderarbeit, es gibt für Bitcoin keine Minen, in denen Menschen arbeiten müssen. Entschuldigung, für Gold gibt es für, ja, sorry, einmal schön versprochen, aber ihr denkt doch nicht, dass ich nach 15 Minuten das Video nochmal neu mache. Also, Bitcoin hat keine Lagerkosten, keine Produktionskosten, außer die Miningkosten. Und die stehen vorher fest. Wir wissen also, wohin das führen wird. Bei Gold ist das Ganze, insbesondere das Lagerproblem, das Transportproblem, ein ganz anderes. Und aus seiner Sicht wird es deshalb nichts geben, außer Bitcoin, was hier mithalten kann. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich habe beides. Ich wäre mir nicht so, er ist sehr, sehr selbstsicher in seinen Aussagen, muss man ja auch sein, wenn man alles auf eine Karte setzt. Ich wäre mir nicht so sicher, dass dieser Prozess so ohne weiteres vonstatten geht, denn schließlich und endlich steigen Preise natürlich auch deshalb, weil eine Vielzahl von Menschen glaubt, morgen wird es teurer sein. Ich glaube auch, dass Bitcoin an Attraktivität und an Aufmerksamkeit weiter gewinnen wird. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten Monaten durchaus eine Phase sehen werden, in der das auch für Gold gilt. Insofern kann ich mein Fazit an dieser Stelle schon sagen, es spricht nichts gegen beides. Wenn mich heute jemand fragen würde, was glaubst du, was hat am Ende des Jahres 2021 mehr an Wert zugelegt? Im Peak, sagen wir mal, denn bei Bitcoin muss man immer damit rechnen, dass es auch mal drastische Korrekturen geht. Also maximal vom Einstieg heute bis zum Maximalkurs 2021, dann ist es für mich ganz klar Bitcoin. Aufgrund der Markttechnik, die ist so überragend gut und da komme ich einfach nicht dran vorbei. So, ich möchte noch, ich möchte euch ganz kurz nochmal zeigen, die Aktie von MicroStrategy natürlich. Ja, die ist in den letzten Wochen schon deutlich gestiegen, in den letzten Monaten. Das überrascht nicht. Seit dieser Meldung wird MicroStrategy natürlich irgendwo als Bitcoin-Aktie betrachtet. Das dürfte jetzt noch mehr werden. Charttechnisch sieht sie im Übrigen interessant aus, solange die $275 nicht unterboten werden. Ich habe da eine sehr kleine spekulative Position drin. Nicht nachmachen bitte. Ja, ganz klar, die Volatilität, die wir in Bitcoin sehen, können wir auch in MicroStrategy sehen. Ich bin aber insofern der Aktie gegenüber vielleicht ja nicht neutral, sondern vielleicht bin ich subjektiv durch mein Investment. Ist allerdings abgesichert. Wie gesagt, wenn die Aktie unter $275 schließt, bin ich da wieder raus. Und als letztes noch, ja, jetzt habe ich mehrfach gesagt, die Bitcoin sieht charttechnisch so unglaublich gut aus. Schaut es euch an. Während ich jetzt dieses Video aufnehme, das ist gestern, für euch ist es heute, kleine Zeitreise, aber das Ganze ist, schaue ich mir da im Wochenchart an. Insofern, wir sind jetzt bei 19.885 US-Dollar, glaube ich, in dem Chart. Ja. Das sieht einfach, der Ausbruch sieht einfach unglaublich gut aus. Ich weiß nicht, ob er jetzt gelingt, aber wenn,
dann sind das Kursziele auch kurzfristig, die schon überzeugen können. Man muss dazu, um hier den Kreis zu schließen, aber auch ganz klar sagen, Michael Saylor sieht das, zumindest ist das, was er öffentlich gesagt hat, so zu verstehen, nicht als kurzfristigen Zock. Das heißt also, ich gebe jetzt mal nicht wieder, ganz bewusst nicht wieder, was für Kursziele Michael Saylor da rausgehauen hat. Weil ich nicht möchte, dass jemand allein aufgrund der Tatsache, dass er solche Kursziele hört, dann sagt, ah, oh, da muss ich doch kaufen. Da sollte mehr Commitment dazugehören. Da sollte mehr Überzeugung dazugehören, statt Kursziele, die irgendjemand anders ausspricht. Und deswegen halte ich mich jetzt auch zurück. Ich sage nur, für mich persönlich ist es eine Investition und eine Spekulation zugleich. Ich habe einen Bitcoin-Anteil, den ich nicht verkaufe, der gerne die Kursziele, die so rumgereicht werden, erreichen darf. Wenn nicht, dann wird das Ganze bei mir nicht wertlos ausgebucht, weil ich meinen Anteil bereits rausgenommen habe. Und das ist etwas nach wie vor, obwohl es richtig oldschool ist und obwohl mir das schon mal, naja, sagen wir mal, sie waren nicht so ganz glücklich mit der Entscheidung. Ich habe Bitcoin den Einsatz rausgenommen. So, und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Wenn Bitcoin weiter steigt, okay, hätte ich das Doppelte noch drin gehabt, wäre es besser gewesen. Ich kann aber damit jetzt sehr gut nachts schlafen mit dieser langfristigen Position. Das heißt, langfristig, wann auch immer, deutlich sechsstellige Kurse erreicht werden. Wenn das in 2-3 Jahren ist, wer weiß, vielleicht möchte ich mir davon dann was anderes kaufen. Das kann ich heute noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Position behalte ich durch alle Zeiten hindurch, egal wie die Schwankungen aussehen. Also, wenn es kurzfristig auf $40.000 geht oder auf $100.000, dann werde ich diese Position nicht verkaufen, aber auch nicht, wenn wir wieder auf $8.000 fallen sollten. Ich habe allerdings auch noch eine spekulative Position und bei dieser spekulativen Position, da richte ich mich nach dem Chart. Auch da gibt es für mich keinen 10% Stop. Auch wenn wir hier auf dem Tradermacher-Kanal, auch wenn wir in der aktiven Anlage sind, aber es ist ja völlig schwachsinnig. Bei der Volatilität kann ich nicht mit engen Stops arbeiten. Auch dort sind meine Stops dann in der Regel, also jetzt zum Beispiel habe für einen Teil der Position, wenn es unter $17.000 ginge, dann spräche vieles dafür, dass wir nochmal in Richtung $13.000 abrutschen könnten. Also sowas mache ich dann durchaus, ja. Und unter $12.500 würde ich diese spekulative Position wieder auflösen. Aber daran seht ihr, das sind weite Stops. Anders geht es für mich nicht in Bitcoin. Ansonsten werde ich da dauernd rein. Es mag die Daytrader geben, die das machen. Kann man sicherlich auch, weil Bitcoin charttechnisch recht sauber läuft. Aber das ist eben nicht meine Geschichte. Und auf der anderen Seite ziehe ich dann sukzessive die Stops weiter nach. Nehme auch mal Teilgewinne mit. Also, das ist eine Position, mit der ich dann durchaus aktiver bin. Und wie ihr das macht, das entscheidet ihr. Und abschließend nochmal als zweites Fazit, All-in ist grundsätzlich mal nicht meine Sache. Das heißt, auch wenn etwas sehr, sehr verlockend aussieht und ich gebe offen zu, Bitcoin sieht für mich unter vielerlei Aspekten hochattraktiv aus und dennoch schätze ich gerade in der langfristigen Anlage, aber auch im aktiven Handel, ein klein wenig Diversifikation. Man darf mal ein bisschen Übergewicht haben, aber alles andere beim Roulette vielleicht, ach, dann ist der Abend aber auch schnell vorbei. Ja? Wenn es aufgeht, dann bist du der Hero. Und auf der anderen Seite, und das kann ich auch verstehen, und deswegen sind vielleicht auch so viele junge Trader, aktive Anleger, Investoren in diesen Kryptomärkten. Denn, seien wir ganz ehrlich, wenn wir über die Zeit sprechen, damals, als wir studiert haben oder in der Lehre waren oder was auch immer, wenn deine gesamten Ersparnisse vierstellig, ja, darf ich das so sagen, ohne dass es arrogant klingt, also wenn du 3.000, 4.000 Euro Ersparnisse hast, dann kannst du natürlich aufgrund der Tatsache, dass du erwartest, das werde ich vielleicht später mal in kürzeren Zeitabständen auch verdienen, dann kannst du natürlich sagen, okay, dann gehe ich damit all in. Auch das ist keine Empfehlung, nur ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, das ist mein Lotto-Ticket, um mir eine ganze Menge Arbeit zu ersparen. Ich kann es ja nachvollziehen. Und noch ein abschließendes Wort zu Michael Saylor. Ich finde schon, also wenn jemand derart überzeugt ist, so viel Leidenschaft mitbringt, das hat was. Darf ich das so stehen lassen? Mache ich einfach mal. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu Bitcoin. Es gibt ja kaum eine Asset-Klasse, wo die Meinungen so diametral auseinandergehen können. Aber das macht es auch so spannend. Das war's für heute. Ich sende euch herzliche Grüße. Bis dann und ciao.